Also, wir sind jetzt gerade hier in Schwäbisch Alb. Das ist der Sänger und Gitarrist vom Leica Schlüpper. Na, hier, kennen wir aus. ja, und wir spielen heute schon wieder, gestern erst und heute wieder. Hinter mir ist die Band, Civil the Nation. Genau, und wir werden heute durch Schwäbisch Alb geführt. Ja, und wir werden jetzt eine Stunde spielen dann. Spielen wir eine Stunde oder? Wir spielen dann eine Stunde ungefähr. Können wir eine Stunde spielen? Ungefähr. Eine Stunde? 60 Minuten. Also er will unbedingt wissen, ob wir eine Stunde spielen, ich glaube schon. ja, 60 Minuten. 60 Minuten. Denke ich mal, also 60 Minuten. Ich denke mal, 60 Minuten könnten wir schon spielen. Das kann gut sein, ja. Okay. Genau, es geht dann später weiter. Wir zeigen euch dann noch mehr. Super Sache, Daumen hoch. Ja, die machen sie dann da unten hin und hier können die Leute auch. Und da unten auch. Nee. Wir sind jetzt gerade hier in Schwäbisch Hall. Wie heißt die Kirche? St. Michael. Die bekannte St. Michaelskirche. Ja, wir haben jetzt noch unseren Reiseführer, den Sänger und Artist, das Gesicht von. Boah, Leica Whisper. Whitecrash wollte ich schon sagen. Und der andere City Guy ist der Drummer von Leica Whisper. Genau, und der andere City Guy ist der Drummer von Leica Whisper. Ah, das ist jetzt echt eklig, Mann. Wir sind jetzt gerade hier an der Michi-Kirche. Und im Sommer sind hier Romeo und Julia. Ah ja, stimmt, wo ist denn das Mikrofon? So. Und im Sommer ist einfach das so, dass hier der Romeo kommt und die Julia. Und die zicken ein bisschen rum und die ganzen Leute schauen zu. Genau. Gut, jetzt gleich haben wir dann auch Auftritt. Kommt natürlich auch noch was. Wir können ja alles jetzt zusammenschneiden. Super Sach. Daumen hoch. Genau. Daumen hoch. Ja. Gut, bis gleich. Tschüss. Ja. Obwohl, ein Mensch versteht ihn gar nicht, oder? Weiß ich nicht. Meine Stimme ist voll im Eimer. Der Rowdy Rowdy Piper. Servus. Wir sind hier gerade am Einpacken. Das ist Matthias. Hi, Holzmann. Holzmann oder was? Ja, war cool. Wir sind alle voll am Arsch. Der Steve. Der Steve hat jetzt eine. Was hab ich? Eine Halskrause, weil der hat Halsauer. Soll ich mal filmen? Ja. Hi, ich bin der Steve, ich habe eine Halskrause, man sieht es glaube ich nicht von der Jacke her. But my neck is break. Yeah. Bei der Song Break, wow, jetzt habe ich voll den Rülps eingeatmet. Ich auch noch. Also. Viel zu sagen gibt's nicht. Nicht, ne? Ne. Also ja. Es war ein schönes Konzert, es ja. Waren fünf warum Leute. Eine schöne Stadt, warum? Fünf Leute, ja warte mal, das ist das Konzert. Ja. Okay, also jetzt geht's aber rund. Das Konzert, fünf Leute waren vorne, der Rest stand hinten. Aber das kann ich verstehen, weil ich würde da in die fünf Leute auch nicht reinhupfen, weil die kupft sind wie die Kranken. Ja, Gruß an Leica Whisper. Ah ja, Entschuldigung, ja. Gruß an Leica Whisper. Ja. Willst du es halten, ja? Das ist unser größter Fan. Der einzigste. Ja, danke. Wir haben auch noch ein paar mehr, ja? Ja, zum Beispiel den Frank. Ja, der Frank. Der Frank hat uns das letzte Mal gefilmt. Gestern. Ja. Okay, auf jeden Fall. Haben wir auch Schwäbisch Hall angeschaut und ganz ehrlich, ich ziehe jetzt nach Schwäbisch Hall. Ist echt schön. Weil der Stadtpark oder der Park von Schwäbisch Hall ist echt schön. Cute. Ja. Gut, was gibt's noch zu sagen? Das Konzert war super Sache. Daumen hoch. Das wird jetzt der Bandspruch. Den wollen wir bitte alle auf MySpace sehen. Geht doch mal auf www.myspace.com/ True Destination und da gibt's einfach nur super Sache Daumen hoch. Ja. Wenn wir 100 Leute haben, dann bringen wir die neue CD raus. Also wenn wir 100 Einträge haben, so super sagt Daumen hoch. Ja. Neue aber nicht, CD. Dass einer 100 Einträge macht. Genau, sondern einen Eintrag. Ja, genau. Und noch irgendwas gibt's zu sagen? Nö. Also super sagt Daumen hoch. Merkst was. Ade. Tschüss. Jetzt muss man da ausschalten, warte. Ja, schalte mal aus. Ich glaube, es ist noch an. Ich glaube, nimm es an, oder? Der Auftritt war echt scheiße, aber wir sollten nicht immer lügen im Podcast. Ja. Das ist echt scheiße, Mann. Das merkt auch keiner, dass das jetzt der total super spitze Witz ist. Hallo! Ja, also die Kamera ist noch